Ein kleines Sommerlicht leichtet das sehr. Eine Dreierlei von der Mango. Dafür brauchen wir Mango. Mango, die ich mir am Vortag schon klein geschnitten habe und gefroren habe. Ein Ei, etwas Ingwer, Kokosmilch und Contro. Dieses Dreierlei besteht aus einem Mango-Flambé, einem Mango-Ingwer-Kokos-Smoothie und einem Mango-Sorbet. Wir fangen an mit der Mango. Das schneiden wir uns oben unten ab. Dann schön die Schale. Dann ganz kurz einfach am Kern runterschneiden. Rechts und links. Ruhig grob würfeln fürs Flambé, weil beim Flambé wird ja Hitze. Und je länger die Mango in dieser Hitze, je weicher wird sie. Und je gröber sie ist, umso länger hält sie dem halt stand. Dann habe ich mir am Vortag von der Mango auch genau dasselbe klein geschnitten und schon weggefroren für den Mango-Ingwer-Shake. Davon nehmen wir uns jetzt welche. Tun die in den Mixer. Etwas Kokosmilch dazu. Wer möchte, kann auch gerne gesüßte kaufen. Ist aber nicht zwingend nötig. Und etwas Ingwer. Das ist eine Paste, da ist der Ingwer einfach eingekocht mit Zucker 1:1. Das Ganze wird kalt gemacht und dann hat man so eine süße Paste. Deckel drauf. Das Ganze kurz pürieren. Gucken, noch etwas Milch dazu. Fertig ist der Smoothie. Der ist jetzt noch etwas fester durch die gefrorene Mango. Der wird aber jetzt immer fluffiger und leichter. Kommen wir nun zum Mango Sorbet. Da machen wir genau dasselbe. Mangowürfel, dann ein Eiweiß. Das Eiweiß dient der Bindung. Und eine kleine Prise Zucker. Wer zu Hause nicht so einen Mixer hat, kann es auch mit einem Pürierstab machen. Ist nur etwas aufwendiger, geht aber auch. So, nochmal alles runterdrücken. Noch einmal mixen. Und fertig ist unser Sorbet. Das Ganze hält sich jetzt ungefähr 10 Minuten. Ich stelle es jetzt in den Kühler und dann kann man es jederzeit servieren. So, für das Flambé brauchen wir Zucker. Ich nehme immer gerne Braunzucker, der verzeiht ein bisschen mehr, macht sich auch leichter. Muss auch gar nicht so viel sein, das reicht schon. Der wird jetzt auf der Temperatur geschmolzen. Wichtig ist beim Zuckerschmelzen nie mit dem Finger reinfassen, wird bis zu 300 Grad heiß. Der Zucker schmilzt jetzt ganz langsam. Der Punkt erreicht ist, ablöschen. Ich nehme in dem Fall jetzt einen Mango-Apfelsaft dazu, der passt geschmacklich halt super. Das jetzt so lange rühren, bis sich der ganze Zucker komplett aufgelöst hat. Wenn es so eine etwas dickflüssigere Soße geworden ist, dann gibt man die Mango dazu. So, nun zum Flambieren. Zum Flambieren benutze ich ein Contro, ein Orangenlikör. Beißt sich nicht, passt super. Man hätte jetzt auch einen Whisky nehmen können, dann hat man so eine leicht holzige Note. Den Contro einfach in eine Kelle und über eine Flamme halten. Ganz wichtig beim Flambieren, niemals die Flüssigkeit anzünden, sondern den Dampf, weil sonst verbrennt man sich fürchterlich. Das sieht man auch gleich sehr schön. Richten wir jetzt an. Dann etwas Pistazie noch auf den Teller. Man kann auch Krokant nehmen oder Kokosraspeln, damit das Eis nicht verrutscht. Ein Minzeblatt zur Deko. Noch ein paar Johannisbeeren. Etwas Krokant. So, damit hätten wir unser Dreierlei von der Mango fertig. Einmal den Mango-Ingwer-Kokos-Smoothie, das Mango-Sorbet und das Mango-Flambé. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de